in der DDR war eine Massenbewegung. Eine, zu der man den Bürger nicht hinbestellen musste. Wir haben ganz viel gezeltet mit Kollegen und so weiter. Und das ging auch, das war eine tolle Zeit. Der Gemeinschaftssinn der Camper war ganz anders. Etwa 30% der DDR-Bürger machten Jahr für Jahr auf den staatlichen Campingplätzen Urlaub. Auf dem Zeltplatz selber hat man also mitgekriegt, dass das ein Bedürfnis war zu zelten. Raus aus der, irgendwo aus der Großstadt, raus aus dem Betrieb. Das DDR-Camping war mehr als eine Urlaubsform. Das war eine Lebenseinstellung, allen Widrigkeiten zum Trotz. Wer Camping machte, das war ein ganz besonderer Typus Mensch. Es war schon jener, der die Freiheit liebte, der sich ein bisschen staatlicher Kontrolle entziehen wollte. Es hatte so was Unorganisiertes, es war so ein kleines Reich der Freiheit. Das ist die Alternative zum Camping Ost. Urlaub im Ferienheim der Gewerkschaft FDGB. Ein Teil der DDR-Urlauber kommt ans gedeckte Buffet, aber nicht alle schätzen die behütete Freizeit. Feste Essenszeiten und Vorschriften der Gewerkschaft. Und manch einer will einfach ungeliebte Kollegen nicht auch noch im Urlaub treffen. Also es war schon sehr schwierig da, einen Ferienplatz zu bekommen. Oft musste man jahrelang warten, dass man wieder mal dran war. Und rein privat das zu machen, in einer Pension oder im Hotel, das gab es zwar auch, aber da waren die Möglichkeiten sehr beschränkt und es war auch ziemlich teuer. So dass Zelten und Camping, wie man dann später sagte, durchaus eine beliebte und auch dann gern gesehene Alternative war. Beim Campen treffen sich auch die Unangepassten, die immer für einen Spaß zu haben sind. Da will auch die DDR-Wochenschau nicht nachstehen und gibt einen lustigen Reim in Auftrag. Blast auf das Gummikanapé, blast auf die Campingtorte. Wir zelten zwischen Specht und Reh und singen mezzoforte Funiculi Funicula. Der Sommer ist zum Camping da. Blast auf das Gummi-Ess-Service, blast auf die Kuchengabel. Jetzt leben wir naturgemäß und trotzdem komfortabel. Funiculi Funiculo mit Waldeslust und Gummiklo. Die Hilfsbereitschaft war schon und ist auch heute noch groß unter den Campern. Das muss ich sagen. Da gibt es nicht, dass einer den anderen da sausen lässt, wenn er Probleme hat mit seinem Wagen oder mit seinem Zelt oder mit dem Aufbau. Viele können gar nicht alleine aufbauen. Ja? Da kamen immer irgendwelche Nachbarn, die haben da mitgeholfen. Das fand ich immer sehr angenehm. Das fand ich auch, das ist auch eine Gemeinschaft, die mir gefallen hat, schon immer. Camping ist die individuellste Form des Urlaubs. Aber es sind viele Individuen. Der ehemalige Zeltplatzleiter Peter Kamps erinnert sich an den Massenansturm. Also im Prinzip waren die Leute ja alle zufrieden, wenn sie überhaupt einen Zeltplatz bekommen haben. Die Anmeldung, die war in etwa hier hinter der Laterne, fing das an, wo dieses Bürogebäude stand. Und na, die Schlangen waren mindestens bis hier immer, muss man so sagen. Also 20, 30 Meter hat man schon an Schlangen gehabt. In den 50er Jahren beginnt die Campingbewegung im Osten eher bescheiden. Da es an Ferienplätzen mangelt, ist das Zelt für viele die einzige Möglichkeit, Urlaub zu machen. Aber es gibt kaum offizielle Campingplätze. Man zeltet an Seen, alles naturbelassen, viel Romantik, wenig Komfort. 1954 zählt die DDR-Statistik etwa 10.000 Camper. In den 50er Jahren, weiß ich noch, war es üblich, das haben die Recherchen gezeigt, da ist man von Rostock nach Prerow oder nach Graumüritz mit dem Fahrrad gefahren, hat sein Zelt in die Dünen gestellt und dann war das so. So, und sukzessive sind dann erst viel später
die Gemeinden auf den Dreh gekommen, Mensch, damit kann man ja richtig Geld verdienen. Als Zeichen des Aufschwungs werden schon Mitte der 50er Jahre Campingartikel auf Messen gezeigt. Der Andrang der Campingfreunde ist groß. Die Sommersaison 1955 ist eröffnet, wenn auch zunächst im Saale. Aber die Ausstellung Wassersport und Wochenend in der Berliner Sporthalle lässt alle optimistisch hoffen, dass der Sommer besser werden möge als der Frühling war. Für Wasserratten und Strandpiraten, für alle gibt es etwas zu sehen und zu kaufen. Das private Zelten war eigentlich von Anfang an gern gesehen und wurde auch von Anfang an betrieben, sobald es jetzt die materiellen Voraussetzungen gegeben hat, also Campingzelte zu kaufen. So, das begann so in den 50er Jahren auch große Mode zu werden. Nicht zuletzt deswegen, weil natürlich die FDGB-Heime und schon gar nicht die privaten Urlaubsmöglichkeiten ausgereicht haben. Das Zelten ist also nicht nur Leidenschaft, sondern auch Lückenbüßer. Doch der DDR-Bürger hat Mut zur Lücke. Süßes Nichtstun am Rande des Salzwassers und ein übererfülltes Soll an Entspannung zwischen Strandpromenade, Düne und Meer. Schließen wir unser Ferientagebuch, den Bildbericht über glückliche Menschen, die morgen schon wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, um mit neuer Kraft an unserem gemeinsamen Werk tätig zu sein. Das war schon was Besonderes. Also wir waren 30 Kinder in der Klasse, da fuhren die wenigsten in Urlaub. Die meisten blieben zu Hause. Aber wir fuhren ab 1962 in Urlaub an die Ostsee und das war was Besonderes. Für uns als Kinder natürlich auch. Wir wurden also so fast im Sinne einer Kinderlandverschickung dort eingepackt in den Trabi. Trabant 500 noch am Anfang, dann ging es hoch an die Ostsee. Und dann waren zwei spannende Wochen vor uns. Die Familie von Michael Rischer zeltet seit den frühen 60er Jahren. Nun gibt es schon knapp 500 Campingplätze in der DDR. Familie Rischer nutzt alle Möglichkeiten und Verbindungen, um den Campingurlaub vorzubereiten. Denn vor der Ruhe ist der Fleiß gefordert. Das fängt schon bei der Ausrüstung an. Es war wie mit allen Dingen, wenn man Camping machen wollte, musste man sich kümmern. Es war gut, wenn man die berühmten Beziehungen hatte. Man konnte also nicht wie heute in ein Kaufhaus gehen, wo es Campingausrüstung gab und dann aus dem Füllhorn auswählen, was man gerne hätte. Man musste das nehmen, was es gab. Und wenn es nichts gab, dann musste man seine Beziehungen spielen lassen. Meine Mutter, die war in der Landwirtschaft, die hat Chefin von Feldbau, die hat eine Erdbeerplantage unter sich gehabt. Erdbeeren waren Mangelware und da konnte man also im Sommer mit Erdbeerstiechen, mit vollen roten Früchten, konnte man dann tauschen, hätte man auch ein Zelt kriegen können. Wenn das alles nicht geklappt hat, ja, dann musste Mutti und Oma ran, man hat sich Stoff besorgt, Segeltuch, dann wurde ein Zelt genäht, es wurden dann Dinge gebastelt. Na, Not macht erfinderisch und der DDR-Bürger war ja sehr bekannt für sein Improvisationstalent. Jürgen Oertel aus Wechselburg in Sachsen repariert heute noch alte DDR-Zelte und fertigt neue nach den Wünschen der Kunden. Heute kommen neben den alten Campingfreunden auch jüngere Käufer, die sich wieder für die Besonderheiten des DDR-Campings interessieren. Aus Neugier. Damals wurden die Zelte gepflegt und gehegt. Die Zelte wurden immer wieder instand gesetzt. Nicht nur vom Wechseln des Reißverschlusses oder andere Sachen, sondern auch Zeltböden, Dachbahnen, Seitenwände. Es wurde immer wieder in nutzbaren oder brauchbaren Zustand hergerichtet. Kostspieliger und seltener ist für den ostdeutschen Campingurlauber ein Wohnwagen. Der taucht schon in den 60er Jahren in der DDR auf. Die ersten Exemplare werden allerorten bestaunt. Da war man die Sensation. Das gab es ja noch nicht. Da waren wir mal am Hermsdorfer Kreuz. Auch da war immer ein Auflauf. Das war eben. Die meisten fuhren ja mit dem Zelt. Auch wo wir das erste Mal in der Ostsee gefahren sind, mit dem Hänger, das gab es ja nicht. Da fing ja das erst an. Das war 62. Und dann hatten ja die Leute auch noch nicht das Fahrzeug dazu. Hinter dieser unscheinbaren Fassade wurde der Wohnwagen entworfen und gebaut. Max Würdig erfand das Campingmobil schon 1936.
Den Erfinder stachelte in seinem Pioniergeist ein allzu menschliches Gefühl an. Großvater hat 1936 in Düm das jetzige Grundstück hier erworben, hat damals Motordrahträder gebaut, hatte das Problem, dass er mit Lebensgefährtin und Freundin abwechselnd verreist ist. Und damals, sagen wir mal, ohne Trauschein schwierig war, ein Hotelzimmer zu kriegen oder speziell in streng katholischen Gegend, das ein richtiges Problem war. Und dann hat er Bilder gesehen von Fahrzeugen, die in England dabei gebaut worden sind. Und da sie sich mit Fahrzeugbau beschäftigt haben, hat er da auf die Schnelle mal einen Wohnwagen konstruiert und sind aber, sagen wir mal, wirklich Einzelstücke produziert worden damals. Das Liebesnest heißt etwas unpoetisch würdig 301. In der ehemaligen Werkhalle betreibt der Enkel heute eine Karawanreparatur. Hier steht das wahrscheinlich älteste erhaltene Exemplar aus dem Jahre 1959. In der DDR nimmt Max Würdig die alte Wohnwagenidee wieder auf. Das Dübner Ei in seiner typisch runden Form. Die Konstruktion von dem Ei war eigentlich rein aus praktischen Gründen. Die Form ist dadurch entstanden, dass halt eine Hartfaserplatte in Produktionslänge, die war damals ungefähr 5,20 Meter lang, in die gefällige Form gebogen worden ist. Und das war praktisch die Urform von dem Ei. Zeichnungen sind erst viel später angefertigt worden. Der Wohnwagen ist nicht nur formschön, sondern auch praktisch. Innen hat er alles, was ein Camper braucht. Diverse Schränke, eine spartanische, aber funktionale Küchenzeile. Die Betten zeigen deutlich, das Dübner Ei ist ein wahres Raumwunder. Schlafplätze für vier mit etwas Improvisation. Wir haben dann quer drin geschlafen. Nicht verlängst, sondern verquer. Da mussten sie ein bisschen schräg liegen. Es ging damals. Danach haben wir dann für die Kinder ein Zelt mitgenommen. Aber wo die kleiner waren, die haben da drin geschlafen. Einer mit dem Kopf da und einer mit dem Kopf da. Also mit den Füßen dann so. Das ging. Und wir haben dann vorne dran gelegen. Es war eng, natürlich. Aber damals waren wir nicht so anspruchsvoll. Zum Campen braucht man auch eine Genehmigung, den sogenannten Zeltschein. Den bekommt man auf den Campingplätzen der Republik ohne Schwierigkeiten. An den Ostseestränden sind die Zeltscheine jedoch rar. Das sind die beliebtesten Reiseziele in der DDR. Anfangs gibt der Zeltplatzchef den begehrten Schein aus. Da ist Flexibilität gefragt. Besonders wenn der Platzleiter Erich heißt und sehr durstig ist. Erich brauchte immer einen Kasten Bier und eine grüne Gurke und ein paar Tomaten oder sowas in der Art. So, und als ich das erste Mal dahin gekommen bin mit meinem Kasten Berliner Pilsner, den ich mir wirklich vom Mund abgespart habe, kriegte ich von Erich einen Schlüssel in die Hand gedrückt und eine Adresse genannt im Ort. Und da soll ich hinfahren und soll den Kasten da reinstellen, weil er kann das auf seinem Moped sowieso nicht machen. Und dann weiß ich noch, wie heute bin ich da hingefahren und da habe ich diese Garage aufgeschlossen und das war ein Querschnitt durch die Brauereilandschaft der DDR. Also da stand Gotha-Pilsner, da stand Bier aus Suhl, aus Karl-Marx-Stadt und sonst wo. Die Macht des Erich währt nicht ewig. Ab Mitte der 70er Jahre vergibt eine zentrale Stelle in Stralsund die Zeltscheine. In der Regel sollte man sich schon im Vorjahr um einen Schein bemühen. Erfolg ist nicht garantiert. Aber manche pfeifen auch einfach auf die Formalitäten. Die Wochenendcamper, die wussten ja genau, dass die Urlauberanmeldung ab 18 Uhr geschlossen ist. Und ab 18 Uhr kamen dann die Wilden. Das Zelt auf den Rücken und dann wurde irgendwo eine freie Lücke gesucht und aufgebaut. Und wir mit unseren paar Leuten auf dem Platz waren natürlich nicht imstande, ständig zu wissen, oh, da hat wieder einer schwarz aufgebaut bei der Masse der Zelte. Das Problem war, wenn du erwischt wurdest als Schwarzcamper, also wurdest du an die Volkspolizei übergeben. Die kamen mit Mannschaftswagen, wurden alle aufgeladen. Und dann wurden wir bis Neubrandenburg oder Neustrelitz, ich müsste jetzt schwindeln, zurückgefahren, vom Bahnhof abgesetzt und kriegten, heute würde die Polizei sagen, Platzverbot oder sowas ähnliches. So, und die Bullen waren kaum um die Ecke gefahren, da haben wir gesagt, und jetzt, wer ist zuerst wieder in Markgrafenheide? Also ran an die Landstraße, Autobahn gab es ja damals noch nicht, ran an die Landstraße und wieder hoch zum Zelten.
Der Zeltplatz Markgrafenheide ist in seinen besten Zeiten mit fast 5000 Campern belegt. Zwischen den Bäumen wird dann jeder freie Fleck ausgenutzt. Nicht gezählt sind die Schwarzzelter. Sie sind den Behörden ein Dorn im Auge. Finanziell fallen sie nicht ins Gewicht, denn eine Übernachtung mit dem Zelt kostet nur eine Mark. Das Geld hat ja wenig genützt in der damaligen Zeit, sondern wir brauchten ja Kräfte. Und mithilfe der Betriebe, die hier auf dem Zeltplatz angesiedelt wurden, hat man natürlich auch viele dieser Arbeiten mithilfe der Betriebe realisieren können, die das dann nicht unentgeltlich gemacht haben, sondern in Form dieser Verträge als ihre Leistung betrachtet haben, damit im Sommer ihre Urlauber oder ihre Jugendlichen, junge Menschen, Lehrlinge, Studenten hier ihren Urlaub machen konnten. So war der Deal. Der Betrieb baut in der Vorsaison ein Waschhaus und verlegt Wasserleitungen. Dafür bekommt er feste Plätze auf dem Zeltplatz. Damit wir einen Vertrag gekriegt haben und jedes Jahr draufgekommen sind, der erste Vertrag war der, dass wir am FKK-Strand eine Toilette gebaut haben. Das hat der Betrieb, da war ich mit 3 oder 4 Maurer oben und noch 2 Stämmerle, die das Dach gemacht haben. Das war der erste, da haben wir dann 1975 den ersten Vertrag gekriegt. Das zweite war das Jahr drauf, auf dem Zeltplatz ist ein Waschhaus mit Toilette, mit Papp gedeckt. Dieses Pappdach haben wir gemacht. Komplett eingedeckt, das hat alles der Betrieb bezahlt. Aber darauf haben wir einen 5-Jahres-Vertrag gekriegt. Die Betriebe bekommen für die Arbeitseinsätze einen eigenen abgeschlossenen Bereich auf dem Zeltplatz. Eine kleine Welt für sich. Die meisten stellen vor der Saison Zelte auf, die bereits eingerichtet sind. Die werden dann nach einem Urlaubsplan von den Mitarbeitern belegt. Hotelcampen sozusagen. Die Zelte waren gut eingerichtet. Mein Mann hatte, wir hatten Kabinen in dem Zelt, das waren große Zelte. Das waren immer eine Kabine für die Kinder, eine Kabine für die Eltern. Da war eine kleine Küche drin, da war Tisch und Stühle drin. Das war alles für uns und vor allen Dingen, wir waren draußen an der Luft im Freien. Im Freien sorgt auch er für Aufsehen. Der sogenannte Klappfix, ein Anhänger, aus dem kurzerhand ein Wohnzelt entsteht. Der Olbernhauer Camptourist, so die offizielle Bezeichnung, wird sogar exportiert und erhält im Ausland den Spitznamen Alpenkreuzer. Plötzlich stand ein Zelt da, es gab noch ein Vorzelt, das wurde davor gebaut. Und in meiner Erinnerung war der mindestens 5x5 oder 6x6 Meter groß. Es hatte den Vorteil, in diesem Klappfix, da waren auch die Campingmöbel mit zu verstauen. Am Ende des Klappfixes konnte man eine Klappe aufmachen, da war eine Küche drin mit einem Petroleumkocher. Da konnte man Mittagessen kochen, es gab Klappstühle, einen Klapptisch und auf dem Klappfix obendrauf, der Deckel wurde dann als Bett umfunktioniert. Da konnten also 2 Erwachsene schlafen und die Kinder wurden auf Campingliegen ins Vorzelt ausquartiert. Ende der 70er taucht ein neues, skurriles Campingutensil auf, das Dachzelt. Jürgen Oertel aus Sachsen repariert und näht heute noch diese Zelte, die gerade bei jungen Campern wieder sehr gefragt sind. Im Frühjahr 1979 beginnt die Kleinserienproduktion. Das Dachzelt wird zuerst nur für den Trabant entwickelt, später auch für andere Fahrzeuge wie Wartburg oder Skoda. Jürgen Oertel war in den 80er Jahren bei der Produktion des Dachzeltes mit dabei. Wir waren 3 Kollegen, die Lebensgefährtin vom Chef, eine Nachbarin und meine Wenigkeit. Und natürlich der Chef des Ganzen. Er hat Materialbeschaffung gemacht, ist praktisch tagtäglich draußen rumgefahren, Material in Aufträge herangebracht. Ich habe geschweißt, lackiert, montiert. Teilweise auch mal mitgenäht und die beiden Damen haben nur genäht. Halbe Tage, glaube ich. 3 Zelte in der Woche gefertigt, mussten freitags Punkt 12 komplett montiert in der Werkstatt stehen, damit samstags ausgeliefert werden könnte. Das 2 Meter hohe Zelt bietet ausreichend Platz für 2 Personen.
Bis 1990 werden knapp 1800 Dachzelte produziert. Heute ist es ja Kult. Überwiegend junge Leute, die sich praktisch einen Trabant aufbauen selber und dann irgendwie um eine günstige Gelegenheit suchen, um zu treffen zu kommen und dort zu übernachten. Sei es ein Klappfix oder ein Dachzelt. Ohne Dachzelt, aber mit vollbeladenem Trabi findet das Campen 1977 ins Programm des DDR-Fernsehens. Camping Camping mit Ursula Karusseit. Ja, Hilde, hast du direkt schon Farbe? Ja, toller Übertreiber, grüß dich. Der Film fängt den Campingalltag ein mit all seinen Problemen. Wo bleiben die Kinder? Ich habe gesagt, um 4 Uhr essen, jetzt ist es Viertel nach. Wir wollen doch alleine sein. Aber ja. Wie wär's mit einem Teller pikanter Kartoffelsuppe mit Rosmarin angesetzt? Unheimlich lieb gedacht, Kurzchen. Wir haben unterwegs gegessen. Du weißt doch. Das, was wir da gedreht haben, war ja, dass viele Leute auch wirklich so Urlaub machten. Immer an dieselbe Stelle, immer mit denselben Tätigkeiten, die sie zu Hause auch machen, also kochen. Die eine hat auch immer dann gemacht und geputzt und sauber gemacht, die Teppiche ausgeklopft. Also alle Tätigkeiten, die haben gar nicht mehr gewusst, was Urlaub ist, ja, weil sie nur noch gewöhnt waren, so zu arbeiten. Wird wieder heiß heute, hm? Ja, es scheint so. Na, mach was. Ich bin doch mal so. Solange das noch alles so ein bisschen schlicht ist, finde ich das wunderschön. Man muss nicht alles haben. Gerade dann kann ich ja ins Hotel gehen oder zu Hause bleiben. Das Bescheidene hat der DDR-Bürger schon gelernt. Er ist Regeln gewohnt. Gelesen hat er sie meist nicht. Man richtet sich ein, wie man es auch im Alltag tut. Überraschen kann man ihn nicht. Schon gar nicht im Urlaub. Und dann hatte man so eine DDR-Miniatur. Damit meine ich, all das, was man im Großen hatte, in der großen, weiten DDR, hatte man dort im Kleinen. Wenn es in der DDR kein Klopapier gab, gab es auf dem Zeltplatz natürlich auch keins. Wenn man sammeln wollte, musste man sich jeden Früh in einer großen Schlange anstellen. Das mussten die Kinder meistens machen, Semmeln holen. Das Schlangestehen, ein beliebter Freizeitsport, auch auf dem Campingplatz. Selbst in den Urlaubsorten ist die Versorgung geplant, nicht unbedingt nach dem Bedarf. Die Planwirtschaft war dann nicht in der Lage, vorherzusehen, dass Sommer wird wieder und dass viele Urlauber kommen in die Kreise an der Ostsee, also im Bezirk Rostock. Das war jedes Jahr von Neuem ein Riesenproblem, auch zum großen Ärger natürlich der Leute, die da ständig wohnten, dass ihnen speziell im Sommer alles weggekauft wurde. Reichte es in den Kaufhallen nicht, die Restaurantplätze reichten vorne und hinten nicht und die anderen Versorgungseinrichtungen reichten auch nicht. Wer klug war, wusste das natürlich. Und die DDR-Bürger waren ja klug und haben sich dann schon vorher eingedeckt mit Büchsen und Bierkästen. Und da wurde also die halbe Versorgung schon mitgeschleppt, damit die Leute dann da genug hatten. Im Campingurlaub hat man dann auch in diesen Klappfix einen Wäschkorb voll hausgemachte Wurst reingepackt, ob in Büchsen oder Gläsern. Es konnte ja durchaus sein, dass da oben mal 3 Wochen keine Wurst gab und dann hatte man nicht genug zu essen oder nicht das, was man wollte im Urlaub. Wenn es doch was gab da oben, hatte man immer noch die Chance, dass man das Thüringer Hausschlachtne gegen Räucheraal oder gegen Fisch eintauschen konnte, denn die DDR war ja auch das Land der Tauschgeschäfte und das hat man auch im Campingplatz dort oben gerne gemacht. Der Ostcamper war durch nichts zu erschüttern. Er macht aus jeder Situation etwas und ist sie noch so intim. Wir waren viel in Zempin auf Usedom. Da gab es die sogenannten Häuser der tränenden Augen. Das waren also diese sogenannten Trockentoiletten, wo jeden Tag so ein 50 Kilo Sack Chlorkalk drin geschmissen wurde, damit das überhaupt aushaltbar war. Man fügt sich in die Unzulänglichkeiten. Aber manchmal ist der Camper Ost seiner Zeit sogar voraus. In den Sanitärgebäuden
Da gab es kalt Wasser in den meisten Fällen, aber die DDR-Camper waren ja erfinderisch. Wir haben nämlich in Zempin zum Beispiel aus Kiefern, die wir aus dem Wald geholt haben, ein Podest gebaut, so 3 Meter hoch, damit es so auf der Höhe der Bäume war. Haben da ein paar alte Fässer oben drauf gestellt, also Benzinfässer, die schwarz gestrichen, mit dem Rohrsystem verbunden und das ging nach unten und da war eine Dusche dran. Und wichtig war, dass früh oder abends einer unten den Wasserhahn aufgedreht hat, damit die Dinger vollgelaufen sind. Den Rest hat die Sonne gemacht und abends konntest du warm duschen. Also wir hatten schon Solar, da wurde im Westen noch über den Begriff diskutiert. Für den ehemaligen Lehrer und leidenschaftlichen Amateurfilmer Helmut Pöschel ist der Urlaub auf dem Campingplatz alternativlos. Ihn zieht es vor allem an die Ostsee. Das Ungezwungene auf den Campingplätzen fasziniert ihn. So entsteht ein ironischer Kurzfilm über einen Zelturlaub. Ach, meine Tochter hat geschrieben. Liebe Mami, nun bin ich schon fast eine Woche hier. Alles ist prima, der Zeltplatz, der Sand und das Meer. Deiner Tochter geht es gut. Ich befolge auch alle deine Hinweise und Ermahnungen. Nie lege ich mich länger als eine Stunde in die Sonne. Abends, wenn es kühl ist, ziehe ich den Trainingsanzug an. Und dann lernt die brave Tochter noch einen jungen Mann kennen. Er tat mir richtig leid. Ich habe ihn zu mir ins Zelt geholt und es ist ihm ganz warm geworden. Du siehst also, ich bin doch hilfsbereit. Die Methode ist ganz gut, denn er kann mich früh jetzt immer zeitig wecken, damit ich das Wassertreten absolvieren kann, das du mir empfohlen hast. Anschließend wärmen wir uns bis zum Frühstück die kalten Füße. Die Ostseestrände zeichnen sich überhaupt durch eine gewisse Freizügigkeit aus. Richtig tolle Strände, wo diese FKK-Bewegung richtig gepflegt wurde. Also mit Sport und mit, also vom Feinsten. Ne? Also da hat man nichts falsch gemacht, also wenn man da hochfuhr. Das Filmteam fällt an den Ostseestränden nicht weiter auf. Kaum vom Zeltplatz runter verwandeln sich unbedarfte Camper in engagierte Nudisten. In den 70er Jahren sind die Nackten an der Ostsee nicht mehr aufzuhalten. Mit den unterschiedlichsten Begründungen. Warum machen Sie denn eigentlich FKK-Urlaub? Ich finde das ja herrlich ungezwungen und auch finde ich es gesünder als am Textilstrand. Und ich finde auch die Sonne heilt. Wenn man kleine Pickelchen hat vom Winter vielleicht, die Haut ist gesund und schön braun am ganzen Körper. Ich finde auch die Gemeinschaft ist schön. Also. Das ist wie eine große Familie, ja. Und hättest du nicht lieber manchmal eine Badehose an? Doch. Es ist ein ewiges Rätsel, warum die Freikörperkultur in der DDR so beliebt gewesen ist. Da rätseln die Historiker schon seit 30 Jahren. Tatsache, es war so. Also FKK war sehr beliebt in der DDR. Nicht das einzige Rätsel am FKK-Strand. Eine Eisverkäuferin animiert nackte Camper mit Reimen. Auf Zeltplatz Banzin ist es wunderschön, vom Steilufer das blaue Meer zu sehen. Den schönsten Strand, den ich je sah. Dazu die paradiesische FKK. Und wenn es wird zu Ende sein, ein Sommer mit Möwen und Sonnenschein, da bleibt nur noch für alt und jung der Urlaub eine schöne Erinnerung. Euer Eispavillon Panschen und Mimi. Jetzt gibt's Eis. Ja, jetzt gibt's Eis. Insgesamt kann man wohl sagen, dass in der DDR überhaupt ein offeneres Verhältnis existiert hat zu Körperlichkeit, zu auch zu Sexualität.
Das war so die kleine Freiheit, die sich die DDR-Bürger sich geleistet haben und die ihnen auch zugestanden wurden. In der Nacht sind die Strände leer. Denn die Ostseeküste ist auch Grenzgebiet. Ab 22 Uhr darf niemand mehr vom Zeltplatz an den Strand. Regelmäßig laufen die Grenzsoldaten Streife. An manchen Abschnitten drücken sie ein Auge zu. Und anderswo trifft die Camper die Härte des Gesetzes. Ja, und der größte Hammer waren ihre Flakscheinwerfer da von den Grenztruppen der DDR. Das ist natürlich ein Gag, junge Leute, die wir waren. Nacktspaten gehen, abends im Restaurant gewesen oder noch was gekocht oder Lagerfeuerchen gemacht, was auch verboten war. Weil es konnte ja feindliche U-Boote anlocken oder sowas. So, und dann sind wir zum Baden gegangen und rinnen ins Wasser, nackig alle miteinander. Und plötzlich war der Strand taghell. Da haben die ihre Flakscheinwerfer angezündet. Und es war wirklich, du konntest bis in 3 Meter Wassertiefe gucken. Das strenge Grenzregime am Strand gilt für alle, auch für die internationalen Gäste. Die Camper aus der befreundeten Tschechoslowakei sind in Markgrafenheide hinter dem Zeltkino untergebracht. Sie haben ihr eigenes Areal. Kein Hindernis für Starreporter Hans-Joachim Wolle. Ahoi. Ahoi. Ahoi, ahoi. Ahoi, ahoi, ja. Der schickt noch zu mir mit. Ja, wir möchten wissen, warum sagen Sie Ahoi? No, my jsme tady týden, že jsme tady týden na dovolený. Ale špatný počasí. Ja, wir haben ja auch ein Meer. Na? Ahoi ist ein Seemannsgruß. Hm. Ein See am Meer, ja. Sagt man Ahoi. Aber ja. Sie haben kein Meer. Nee. Kein nee. Meer. Nee. Nein. Aber das ist Ahoi. Wie grüß Gott, ne? Dann sagt man Ahoi. Ach so. Na? Ja. Sie sagen auch Ahoi, ja? Ja. Ja? Nein, ich bin von der Tschechoslowakei. Wisst ihr, Tschechinibo? Ja, ja, aus der Tschechoslowakei. Wir haben ja gemerkt, dass alle aus der Tschechoslowakei sagen Ahoi. Ja. Grüßen mit Ahoi. Und bei uns ist es so, kann man sagen, wir haben kein Meer, ja, aber Grüßen Ahoi. Das ist so bei uns schon eingewöhnt. Ja, es ist aber ein Widerspruch eigentlich. Wenn man kein Meer hat, kann man eigentlich nicht Ahoi sagen. Oder? Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Ja, richtig, ja, wieso nicht? Ja. Und bei aber uns ist eigentlich ein Seemannsgruß, nicht? So ist es richtig, ja. Ein Seemannsgruß. Man hat also das Gefühl, es sind alle ein Volk von Seeleuten, alle sagen Ahoi. Ja. Weil überall war mal Meer, nicht, kann man sagen. Überall war mal ein Meer. Bei uns war ja auch kein Meer. Ja. Wie es weggegangen ist. Da ist der Gruß gewesen. Ja, und das haben Sie erhalten? Ahoi, das ist erhalten worden. Bis heute. Nirgends aufgeschrieben, aber erhalten, wunderbar, kann man sagen. Ja. Die tschechischen Gäste auf den Campingplätzen der Ostsee haben so ihre Eigenheiten. Aber sie bringen auch heimische Spezialitäten mit. Wir hatten einen riesengroßen Vorteil bei uns im Tal. Unterhalb unseres Platzes war ein Lager von tschechischen Betrieben. Irgendwelche aus Pardubice oder wo die herkamen. Und die hatten alle 14 Tage Wechsel. Das heißt, da kam ein Bus mit den Betriebsangehörigen und die hatten hinten Hängerle dran. Und auf dem Hängerle standen immer einige Fässchen tschechisches Bier. Und das war dann der Festtag auf dem Campingplatz, weil dann waren alle lieb Freund mit den Tschechen. Die Tschechen wurden aus irgendwelchen Gründen besucht, nur damit man was abgekriegt hat. Besucht haben die DDR-Bürger aber auch gerne die Tschechoslowakei selbst und die anderen befreundeten Länder. Mal was anderes sehen und schmecken. Auch Michael Rischer ist mit Freunden auf Campingtour im Bruderland. Natürlich hatten wir auch die Chance, ins benachbarte östliche Ausland zu fahren. Da gab es auch tolle Campingplätze und auch eine recht freizügige Campingkultur. Also ich entsinne mich, also wir waren regelmäßig in Tschechien heute, in der GSSR, 1973, 74, wo ich also schon mit längeren Haaren dort nochmal mitgefahren bin, in der Nähe von Brunnen. Da gab es mehrere Seen und da waren wir mehrere Jahre, immer mehrere Wochen und haben dort ganz unbedarft Camping gemacht. Da brauchte man also sich kaum anmelden. Man konnte dort, wo man halt war, sein Zelt aufschlagen. Die Reise muss gut vorbereitet sein. Seltene Filmaufnahmen eines Zelturlaubers, der etliche Benzinkanister im Automobil verstaut.
Die wenigen verfügbaren tschechischen Kronen will er nicht an den dortigen Tankstellen ausgeben. Der Wartburg, eine tickende Zeitbombe. Beim Auslandsurlaub haben auch Wohnwagenfahrer einiges zu beachten. Du musst alles mitnehmen. Du musst immer die Ersatzteile mitnehmen. Und ich muss sagen, eine Panne im Ausland war nicht so schlimm wie bei uns in Deutschland. Da wurden sie überall geholfen. Also das war kein Problem. Und da mein Mann, wenn mal wirklich was eine Achse gebrochen war, der konnte selber schweißen, der hat das dann selber gemacht und da ging das. Also da haben wir nie, da haben sie hier im Osten mehr Schwierigkeiten gehabt, wenn was kaputt ging. Der durfte ja gar nichts kaputt gehen. Auch der normale Camper packt seinen Pkw voller Lebensmittel. Denn dafür will er nicht die wenigen Forint, Lei und Lerwa ausgeben. Amateuraufnahmen einer Reise nach Rumänien an der Schwelle zu den 80er Jahren. In Rumänien und Bulgarien war das Campen noch einmal ganz anders. Andere Eindrücke, manchmal wie aus einer fernen Welt. Das Zelt stellt man oft da auf, wo es einem gerade gefällt. Mitten in der Natur. Wenn man erstmal dort war, irgendwo in der Hohen Tatra oder so, oder in Beskiden, also in Polen oder der Tschechoslowakei, dass man nicht vor Ort was gefunden hat, musste man bezahlen. Also es war schon möglich. Da konnte man auch sein Zelt aufbauen ohne allzu große Schwierigkeiten. Da ging es eigentlich nur darum, dass man dann gesagt bekam, die Zeltplätze sind voll, da gibt es nichts mehr. Das war dann eben so. Aber ansonsten waren die Behörden dort in diesen Ländern weitaus offener und kommunikativer als in der DDR, wo ja ein Stück Preußen war und eine preußische Ordnung herrschte. Das hat man jetzt bei den Polen nicht so viel ernst genommen, wenn da jemand sein Zelt irgendwo aufgebaut hat. Besonders Ungarn ist beim ostdeutschen Campingfreund sehr beliebt. Nicht nur der schönen Landschaften wegen, denn hier gibt es auch Westplatten und die begehrten Jeans zu kaufen. Mit einer so brisanten Fracht muss man sich bei der Rücktour an der DDR-Grenze etwas einfallen lassen. Wir haben das meistens heimwärts dann so gemacht, man durfte ja nicht so viel Westwaren mitbringen, Spiegel oder andere Bücher, deutsche Bücher, die aber in der DDR nicht erhältlich waren, waren in Ungarn zu bekommen. Das war spannend. Wir haben dann immer auf der Heimfahrt vor der Grenze eine halbe Stunde vorher Knoblauch gekaut, rohen Knoblauch. Haben wir nochmal demonstrativ an Rückspiegel einen großen Knoblauchzopf gehangen. Und wenn da die Zöllner aufgemacht haben, dann kam schon so eine Wolke, dass die uns also nie gefilzt haben. Das hat immer geklappt. Camping erfreut sich auch in den 80er Jahren ungebrochener Beliebtheit. Auf den Zeltplätzen gehören nun Wohnwagen zum Alltag. Im DDR-Fernsehen wird vor den Gefahren gewarnt, die man bei dieser Art des Campings leicht übersieht. Während ausgefuchste Gespannpraktiker gelassen und mit stolzem Kennerblick mit ihren drei Achsen über die Chausseen fahren, haben Ungeübte mit ihrem beweglichen Kraftpaket so ihre speziellen Probleme. Helfen wir ihnen, damit sie mit ihrem Hänger keinen Hänger haben und ihre Last am Haken sicher ans Ziel bekommen. Das Beschleunigungsvermögen ist geringer. Und es werden größere Lücken beim Wiedereinordnen nach dem Überholen gebraucht. Ein solches Gespann benötigt bis zu 50% längere Bremswege. Selbst bei gebremsten Anhängern sind es um die 15%. In jedem Fall Intervallbremsen. Wenn Bratwürste unmittelbar neben dem abgestellten Wagen brutzeln, können brandeilig Funken aufs Auto fliegen, die schlimmstenfalls noch mehr als nur Löcher in den Lack bohren. Unbedingt Waldbrandstufen beachten. Oh, die Bratwurst kommt. Ah, ganz wunderbar. So, nun werden wir noch einen eingießen.
Genauso aber auch die Weinbrandstufen. Beim Grillen löscht man den Durst gemeinhin gern mit hochgradigeren Wässerchen. Und eine laue Sommernacht ist lang. Die Phase bis zum absoluten Alkohol-Nullpunkt dagegen oft zu kurz. In beschwingter Runde also an die promillefreie Fahrt am Folgetag denken. Die Zugfahrzeuge wechseln, der Wohnwagen aber bleibt. Er ist typisch DDR, ein Eigenbau von 1984. Niemand glaubt damals dem studierten Elektroniker Bernhard Bräuner, dass er es schaffen wird, in der Planwirtschaft einen Wohnwagen selbst zu bauen. Meine Kollegin auf der Arbeitsstelle, die hörten davon und schmunzelten und sagten, wirst du doch nicht einbilden, dass du so ein Gerät auf die Straße bringst, von den Träumen, von denen du uns berichtest, wird doch wohl nichts realisierbar sein. 1000 Stunden wird Bernhard Bräuner an seinem Wohnwagen bauen. Alles läuft jetzt nach seinem Plan. Aber nicht der Aufbau ist das Problem. Die Beschaffung des Materials erfordert viel Geschick und Fantasie. Ja, dieser Wohnwagen, Baujahr 1984, wurde ja aus Material zusammengestellt, konstruiert und gebaut, was es zum großen Teil nicht im Handel, schon gar nicht im Einzelhandel zu kaufen gab. Jeder Wohnwagen braucht eine Feststellbremse, um den auch im Hangbereich, wie es hier in Thüringen oftmals der Fall ist, aber überhaupt das Fahrzeug festzustellen. Und da konnten wir eine Trabant-Handbremse gut verwenden. Die ist leicht, funktionssicher. Der Wohnwagen besitzt auch einen 35 Liter Frischwassertank dort im Inneren. Den kann man befüllen über diesen Einfüllstutzen. Da gab es welche für den damaligen Skoda MB1000 als Benzinfüllstutzen und den habe ich gereinigt und umfunktioniert. Das ist das Entlüftungsgitter für den Absorberkühlschrank. Und damit das Ganze nach innen keine Nässe leitet, habe ich da Lautsprechergitter von Fernsehgeräten, in unserem Fall von dem DDR-Fabrikat Nordlicht, das in Stassfurt hergestellt wurde. Auch den Innenausbau macht Bernhard Bräuner mit Hilfe eines befreundeten Tischlers. Modell Thüringer Gemütlichkeit. Alles selbst gefertigt. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Das Projekt musste bestätigt werden, auch schweißtechnisch von einem Schweißingenieur. Und hier habe ich noch Dokumente vorliegen mit der Originalunterschrift von dem Ingenieur, der schweißtechnisch das gesamte Projekt geprüft hat und auch bestätigt hat mit Stempel und Unterschrift. Bernhard Bräuner fährt seinen Selbstbau noch heute. Ein gekaufter Wohnwagen ist für ihn undenkbar. Nach der Wende haben die beiden auch die große, weite Welt gesehen. Die längste Reise führte 6000 Kilometer weit auf die Lofoten im Norden von Norwegen. Ich glaube, das war eines der größten Beschwernisse der DDR-Bürger, dass sie die Welt nicht kennenlernen durften. Wir hatten zwar eine Weltanschauung, aber wir durften nicht die Welt anschauen. Das ist auch die eigentliche große Änderung gewesen seit 1990, was das Reisen angeht, dass sich die Welt öffnete. Das war schon ganz wunderbar. Auch wenn sich die Ostdeutschen heute die ganze Welt anschauen.